get it, so we hit them with the tech.
We'll be right back.
breathing. Trust, don't breathe in. Yeah, don't breathe in. We see ghosts in the smoke, don't breathe in.
I see you tomorrow? Will I see you again? 'Cause it's been such a long time since I've seen you, my friend. If I see you tomorrow, if I see you again, will I still feel your joy? Will it still feel the same? Can you still ease my pain? Yes, I pray. Yeah, I pray. Yes, I pray. I pray. Yes, I pray. I pray for another day. Yes, I pray. Yeah, I pray. Yes, I pray. Could be together again. Wir haben auch nur so für uns gesprochen. Ja, also der Helge hat mich eben gerade nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass ich nochmal ganz explizit ankündigen sollte, dass das gerade das Set von Nasty war. Das war auch wirklich sehr schön. Oh, danke, danke. Damit auch die Leute wissen, wer du bist. Ja. Aber wir kennen dich ja schon von der Hometown. Ja. Deswegen bist du ja kein unbekanntes Gesicht. Nicht ganz. Ich habe mir auch für dich ein paar Fragen ausgesucht. Ja, wie lange machst du schon Musik? Okay, wo soll ich anfangen? Mit der Blockflöte in der Grundschule oder meinst du? Das ist mir ganz egal. Mit meiner Bandgeschichte damals, die, wo ich 21 war, losgegangen ist. Dann hat sich das so mit 28 irgendwann so, also als ich 28 war, hat sich das dann irgendwann so ein bisschen aufgelöst mit der Band, beziehungsweise ich habe mich davon ein bisschen abgekapselt, weil es nicht mehr so meine Richtung war. Und
Ja, ich hatte vorher schon so ein bisschen DJ-Anleihen, allerdings nur mit so einem ganz billigen Mischpult und zwei normalen CD-Spielern. Warte mal kurz, ich muss mal ganz kurz Herrn Osterloh und Herrn Neumann anmahnen. Wir machen hier gerade Interview. Da, pscht, ne? Alles gut. Sorry, weiter. Nee, und ja, keine Ahnung, nachdem was mit der Band aufgehört hat, wollte ich halt nicht aufhören, Musik zu machen, weil Musik liegt mir immer im Blut, war schon immer so. Und ja, ich habe dann halt durch einen Kollegen, bin ich dann aus meiner Metal-Schiene, in der ich damals gewesen bin, so ein bisschen auf Drum Bass mit 8-Bit-Inhalten. Und da ich so ein kleiner Gamer bin aus, eigentlich schon immer, wer mich kennt, weiß, wer ich bin, da bin ich voll drauf hängen geblieben. Komplett. Und Dirty Phonics, Big Ups zu denen. Auf jeden Fall. Also seitdem hauptsächlich Drum Bass, weil da fühle ich mich eigentlich am wohlsten beim Auflegen. Ansonsten, ja, noch gerne Bass House, Breakbeat, alles was mit Bass zu tun hat, weil ich bin alter Basser. Aber also ich meine, irgendwo sind es ja krasse Gegensätze, aber wenn man es mal anders sieht, es ist schon beides ein bisschen hart, ne? Also auf jeden. Zu beiden kann man Headbang, wenn man will. Ja, das wollte ich gerade sagen. Warst du auch schon mal selbst auf dem Wacken? Also wenn du mal nee, selber auf dem Wacken war ich noch nicht. Also ich habe damals so die Nu-Metal-Schiene so ein bisschen mitgenommen da. Sonst nur so unsere lokalen Festivals, Südwinsen-Festival, Bocketskamp, Bockpalast, das BTG damals noch, guten alten Zeiten. Aber schön, dass wir dann so einen talentierten Künstler bekommen haben. Ja, danke, bitte. Ja, du hast jetzt quasi schon sehr viele Fragen auf einmal beantwortet, aber ist auch nicht schlimm. Aber wo war dein erster großer Auftritt? Also jetzt so als Drum Bass DJ. Als Drum Bass DJ eigentlich bei euch. Auf der Hometown. Auf der Hometown, auf der einen, auf der ich spielen durfte. Also auf der letzten. Nee, vorher hatte ich mich so ein bisschen im bunten Haus mit Glitchhop versucht, weil Glitchhop so ein kleines Nischending war, was ich extrem cool finde, auch nach wie vor eigentlich. Allerdings ist es nicht so unbedingt massentauglich, sondern eine absolute Nische. Deswegen gerne auch Basshouse. Mit Basshouse kann ich mich echt anfreunden, das geht auch ganz gut ab. Aber mein Herz schlägt für Drum Bass. Ich kenne es auch erst, seitdem ich mit Helge zusammen bin. Und ich muss sagen, dass mein Herz ist geteilt, aber es schlägt auch sehr dafür. Also ist schon echt eine coole Musik. Ja. Möchtest du irgendwie nach draußen grüßen? Möchtest du irgendwie nochmal Tipps nach draußen geben? Grüßen auf jeden Fall als allererstes meine Mutti. Die hat nämlich heute Geburtstag. Happy Birthday, Mom. Love you. keine Ahnung. Ansonsten jeden einzelnen Zuschauer, der heute zugeschaut hat und sich mein Set reingezogen hat und das gefeiert hat, am besten sein Parkett zu Hause zerschrottet hat. Vielleicht noch speziell Shimmy Boy, I love you. Ja, das war's eigentlich. Was ist dein Vorbild, Lieblingslabel? Vorbild, Lieblingslabel. Also ich habe einen Lieblingsproducer, das wäre John Gouche, alias Feed Me, alias Spore. Lieblingslabel habe ich jetzt vielleicht nicht unbedingt, weil ich finde, alle Labels machen irgendwie geile Mucke und man kann sich da nicht wirklich festlegen, von wegen, ey, das Label macht am geilsten. Weiß ich, Viper Recordings vielleicht, da hole ich sehr viele Tracks von mir raus. Ram Records ist auch geil. Ja, aber ist da schon was, ne? Also, wie bist du auf die Sash-Jungs aufmerksam geworden? Also, du warst ja schon auf der Hometown, aber wie bist du quasi mit denen in Kontakt getreten? Wie mich mit denen in Kontakt treten. Ich war zwischendurch an der dänischen Grenze, habe an der dänischen Grenze gewohnt. Und als ich zurückgekommen bin, war ich halt tierisch in meinem musikalischen Element. Und da habe ich die gute Freundin Meryl, Grüße raus, angesprochen, ob sie nicht, beziehungsweise nee, sie hatte mich angesprochen, meinte, ey, hier Helge, der macht die Sale Shock, melde dich doch mal bei ihm, der hat bestimmt Platz für dich, dass du da mal auflegen kannst. Und dann hat sie mir seine Nummer besorgt und dann habe ich ihn angeschrieben. Er meinte, ja, gib mir mal ein Set von dir. Ich habe ihm ein Set geschrieben und er hat sofort zugesagt, weil ihr wohl sehr begeistert von dem Set gewesen seid. Ja. Und dann warst du jetzt schon zweimal hier. Dann war ich schon jetzt zweimal hier mittlerweile, ja. Hast du irgendwelche Social-Media-Accounts? Ich habe einen Facebook-Account, den ich nur für meine Mixes eigentlich nutze. Das ist halt mein privater, Dominik Nastassi Holmes. Ansonsten Mixcloud. Nasty, beziehungsweise N45TY. Über Mixcloud könnt ihr mich gerne auch kontaktieren, falls ihr mal musikalisch irgendwas auf die Bahn stellen wollt und mich fragen wollt, ob ich da mitmachen will oder was. Gerne darüber. Da gucke ich eher so am ehesten rein. Ansonsten ja, wie gesagt, Facebook anschreiben, Messenger blinkt auf und alles ist gut. Okay, also ihr habt gehört, wenn ihr ihn erreichen wollt, ne?
Ja, vielen Dank, dass du hier warst. Ja, kein Problem, ich danke euch. Vielen Dank, dass du die Jungs wieder auf der Hometown musikalisch unterstützt hast, auch wenn es diesmal ohne Publikum war, aber ich hoffe, es hat dir trotzdem Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Klar, Spaß macht es immer. Und ich würde sagen, dann geben wir jetzt die Plattenteller, besser gesagt, an den Mr. Newton weiter. Ich glaube, der hat auch schon Bock. Ja, mein Digga, hau raus. Vielen Dank, dass du hier warst. Bitte.